Die Weichkorallen sind Tierkolonien, die aus vielen Einzelpolypen bestehen. Sie kommen in unterschiedlichen Farben und Formen vor. Ihre Ernährung besteht aus Kleinlebewesen, dem Meeresplankton. Durch einen aktiv erzeugten Wasserstrom filtern sie das Plankton aus dem Wasser heraus. Die Federsterne, eine Weichkoralle, kriechen nachts aus ihren Verstecken heraus und halten sich mit ihren Füßchen an exponierten Stellen fest und fischen nach Plankton. Meerestiere legen sich zum Teil raffinierte Behausungen zu. So sucht der scheue Einsiedlerkrebs in einer Muschel und ein Anemonefisch sogar in einer Flasche Zuflucht. So wie der Einsiedlerkrebs wächst, muss er sich größere Muscheln suchen und diese zum Einzug bereit machen. Es gibt mehr als 3000 Arten von Nacktkiemen. Sie treten in verschiedensten Größen, Farben und Formen auf. Im Verlauf der Evolution haben sie ihr schützendes Gehäuse verloren und andere Abwehrmechanismen entwickelt. Ihre Färbung kann der Tarnung dienen, sodass sie von Korallen schwer zu unterscheiden sind. Bei anderen Nacktkiemen dient die auffällige Färbung der Warnung vor ihrer Giftigkeit oder Ungenießbarkeit. Als Meister der Tarnung sind die Seepferdchen in der Lage, sich perfekt ihrer Umgebung anzupassen. Innerhalb von wenigen Minuten können sie ihre Farbe wechseln. Dadurch können sie die Unterwasservegetation nachahmen und sind in einem Algengeflecht nahezu unsichtbar.